Also herzlich willkommen zu unserem heutigen Anwenderbericht zu Guacamole. Herzlich willkommen Guido von 1145 GmbH. Hallo Guido. Hallo Stefan, grüße dich. Ja, freut mich, dass wir es hier machen. Ich kann mal ganz kurz was zu unserem Unternehmen erstmal vorausschicken. Wir sind ein Medienunternehmen im Filmpark Potsdam-Babelsberg ansässig. Und spezialisiert auf fremdsprachige Synchronfassungen. Also wir Kunden kommen zu uns mit englischen, französischen, italienischen, koreanischen Filmen und möchten eine deutsche Fassung von uns produziert bekommen. Und das machen wir auch sehr gerne. Ja, die eGroupware selbst, mit der arbeiten wir schon sehr, sehr lange, auch schon in alten Versionen. Und die hat mich immer in gewisser Weise begeistert, weil sie das Open Source Prinzip verfolgt hat und darüber hinaus aber noch spezielle Features dann von EPL quasi dazu implementiert worden sind, und dadurch ist es für uns sehr, sehr praktisch und gut anzuwenden. Und Hintergrund ist der Gedanke, dass wir halt probieren oder über die eGroupware, sagen wir mal so, realisiert haben, eine Einstiegsplattform für alle unsere Mitarbeiter und unsere Freelancer zu kreieren, mit der man am Unternehmen teilnehmen kann über eine Plattform. Also indem man sich, egal auf welchem System man zu Hause arbeitet, ob das Mac ist, Linux, Windows, whatever, Tablet, Handy, man kann sich einfach einloggen und hat viele, viele Anwendungen, die wir im täglichen Leben brauchen, in einem System. Das macht es auch wesentlich leichter zum Administrieren, und insofern ist das eine schöne Sache. Und was in dem Zug eben dazugekommen ist, kürzlich, ist die Einbindung von Guacamole. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es ja auch hier in dem Interview darum gehen. Genau. Also Schwerpunkt soll Guacamole sein. Aber vielleicht können wir mal kurz drüber sprechen, welche Module ihr generell einsetzt von der E-Gruppe. Weil viele setzen A ein und B. Und die Frage ist, was ist so eigentlich so der Hauptteil von eGroupware, den ihr nutzt, also zum Beispiel E-Mail, Kalender, Adressverwaltung, was sind so die wichtigsten Themen für euch an der eGroupware, oder welches Problem löst ihr mit eGroupware? Okay, also das, was wir am meisten benutzen, ist eben die Anbindung der Mitarbeiter auf Office-Basis. Sieht man hier als bei mir auch auf der linken Seite an den Anwendungen. Also E-Mail, Kalender, Adressbuch sind ganz wichtige Features bei uns. Hinzugekommen ist der Dateimanager, mit dem wir quasi unsere komplette Serveranbindung managen. Auch sehr, sehr praktisch der Stundenzettel, der digitale Stundenzettel, den wir einsetzen, um die Mitarbeiter Arbeitszeiten festzuhalten. Wir verfolgen das Prinzip der gleitenden Arbeitszeit. Das heißt, jeder kann, wann auch immer er möchte, an seinen Projekten arbeiten. Natürlich muss am Monatsende dann auch eine gewisse Stundenzahl getroffen werden oder anders ausgeglichen werden, das ist auch klar. Aber das lässt sich mit dem Stundenzettel eben auch sehr, sehr gut managen. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte, die wir verwenden. Die Wissensdatenbank ist auch nicht uninteressant, die wir angelegt haben, um immer wiederkehrende Fragen anzulegen, damit die Mitarbeiter nicht wieder jedes Mal von Neuem anfangen müssen, wenn sie... Also was im Medienbereich vor allen Dingen oft vorkommt, man hat irgendein Problem auf dem Tisch und löst das, indem man bestimmte Arbeitsschritte herausfindet und es dann umsetzt. Und wenn Mitarbeiter das festhalten, diesen Prozess, wie sie da hingekommen sind, und quasi eine kleine Anleitung dazu schreiben, dann hat es der nächste Kollege einfach ein bisschen einfacher und muss nicht wieder eine Stunde irgendwo rumforschen. Das wird also hier auch sehr gerne angewendet. Ja, das sind so die Hauptfeatures, würde ich mal sagen. Ja, ich denke, das Wissensmanagement ist auch sehr interessant, weil es in diese Prozessoptimierungsecke geht sozusagen, dass nicht jeder dieses Problem wieder von alleine löst und ersuchen muss. Genau. Jeder trägt seine Lösungswege sozusagen ein, und damit wächst ja das Gesamtunternehmenswissen, wenn man das so ausdrücken möchte. Genau, so ist es. So ist es. Genau, es kann auch passieren, dass der Mitarbeiter A hat einen Weg gefunden und der Mitarbeiter B findet aber raus, naja, man kann diesen einen Schritt doch noch verbessern, indem man so und so geht. Und das kann man natürlich in der Wissensdatenbank dann auch hervorragend ergänzen und dann im Nachhinein dann eben noch verfeinern. Ne? Wie viele Jahre setzt ihr jetzt eGroupware ein? Du sagst schon ziemlich lange. Also insgesamt seit 2006
sind wir dabei. Das ist ja schon wirklich lange. Ja, ja. Sind wir schon so ein kleiner Dinosaurier, ne? Na, damals sah es ja alles noch ein bisschen anders aus. Da hat man im Kalender noch keinen Drag and Drop gehabt zum Beispiel. Mhm. Das war dann schon so ein bisschen anders so insgesamt. Aber gut, so ist es eben. Ne? Ja, was noch hinzukommt, ist natürlich, dass das Sicherheitsfeature ein sehr wichtiges für uns ist. Wir sind im Medienbereich an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Also um mal eins aufzugreifen, es gibt ein Zertifikat, das nennt sich TPN oder Trusted Partner Network. Das ist von den großen Majors ins Leben gerufen worden, also federführend waren da Disney und Warner. Und die haben halt gesagt, okay, wir möchten nicht mehr mit Studios gemeinsam zusammenarbeiten, die möglicherweise Sicherheitslücken haben, weil die natürlich mächtige Angst haben, dass ihre, vor allen Dingen die Projekte, die noch nicht gesendet worden sind, also quasi Pre-Releases, irgendwo verbreitet werden. Und daraufhin haben sie dieses TPN ins Leben gerufen. Das heißt, wir müssen als Unternehmen bestimmte Sicherheitsvoraussetzungen erfüllen, sonst bekommen wir keine Aufträge. Okay. Ganz einfach. So ist es nun mal und das müssen wir machen. Das sind aber jetzt auch keine unvernünftigen Sachen, die verlangen. Das ist eigentlich, also es geht dann im Miteinander. Man diskutiert das miteinander, wo die Industriestandards liegen und wo sie möglicherweise nicht getroffen werden. Und da ist zum Beispiel, um jetzt mal kurz den Bogen zu Guacamole und RDP zu nehmen, die fahren dann Penetration-Tests auf unsere Firewall und wenn die sehen, da ist ein RDP-Port offen, der auch irgendwo hinführt, dann gibt es da Probleme. Dann schreiben die uns an und sagen, sorry, aber ihr habt da RDP offen, das geht nicht. Und das können wir natürlich hervorragend auch hier über Guacamole lösen und den Zugriff über die eGroupware. Wir haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich eingeschaltet, sodass sich unsere Mitarbeiter, die RDP verwenden, dann über die eGroup einloggen und somit wir keine Ports nach außen öffnen müssen, die unsicher sind. Ja. Und das Ganze auch über HTTPS sehe ich schon am Schloss. Also alles ist im Prinzip auf Sicherheit getrennt und ich denke, es ist auch immer wichtiger, gerade jetzt in dem Filmbusiness, wenn jetzt so ein Film mal schön nach draußen kommt, ich glaube, das mag Disney gar nicht, wenn diese Fassung schon mal vor Ort da ist und so weiter. Nee, das ist für die ein ganz großer ganz Sicherheitsaspekt und natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, ne? Das ist klar. Und kommt einmal sowas raus, dass eine Studie das da ein Problem hatte, dann bekommt man wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren keine Aufträge mehr. Ja, das sollte nicht passieren. Also ich meine, da legen wir natürlich intern auch sowieso schon Sicherheitsmaßnahmen auf. Aber klar, das ist aber jetzt auch in dem Bereich meines Wissens nicht passiert in den letzten Jahren. Also gerade im Synchronbereich ist es alles sehr sicher. Denn, naja, wie Synchron schon sagt, eigentlich ist es ja alles schon vorproduziert und wird erst im Nachgang synchronisiert. Ne? Das sind die meisten Projekte, die das betrifft. Also dass man schon anfängt zu synchronisieren, wenn der Film noch gar nicht vollendet oder fertiggestellt ist, das ist eher die Ausnahme. Für uns ist es aber gar nicht so ein großer Zwang jetzt an der Stelle. Es gibt uns auch die Gelegenheit, unsere Sicherheitsfeatures unter die Lupe zu nehmen und wir wollen natürlich da auch eher safe sein. Dann kam Guacamole dazu und das interessiert uns natürlich am meisten. Wie setzt ihr Guacamole ein? Also RDP haben wir schon vorher eingesetzt, weil wir hier im Unternehmen die Administration machen, also im Grunde die Geschäftsführer selbst. Das heißt, wir wollten und möchten natürlich nicht immer in der Firma selbst im Unternehmen sein. Das heißt, wir haben das von außen administriert. Insofern war RDP ohnehin schon ein Feature, was verwendet worden ist. Und wir haben es sicherheitstechnisch halt so gelöst, dass wir uns über VPN-Verbindungen dann eingeloggt haben und dann RDP verwendet haben. Aber wie eingangs erzählt, bin ich halt ein großer Fan davon, dass alles in einer Anwendung stattfindet. Also dieses
dieses ewige Zusammensuchen von welche Kennung war nochmal was und wie kommt man nochmal dahin und wo muss ich nochmal mein RDP aufrufen. Oder dann gibt es einen Notfall und dann ist man gerade bei Bekannten. Frage, kann ich vielleicht mal kurz an euren Rechner, ich müsste mal mich per VPN einloggen und dann geht's los, ne? Mit ja, wo ist es denn und was hat er denn für einen Rechner und geht das überhaupt und so weiter. Insofern hab ich deswegen das sofort aufgegriffen und gesagt, wunderbar, das passt. Wir binden das Guacamole hier in die E-Groupware ein und habe erstmal hier die ganzen administrativen Verbindungen aufgelegt, die wir so verwenden, sodass wir, also wir sind zwei Admins, die dann uns eben auch sofort sharen können und die verwenden können. Das sind also größtenteils alles Wartungsmaschinen, die da aufliegen, also Mail-Server, Active Directory Server, die E-Group natürlich, die auf einer extra Maschine läuft, aber auch Medienrechner, die eben Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel Rendering. Das geht über RDP. Rendering heißt quasi das Rausexportieren von Videofiles, wenn man irgendwelche Master kreieren möchte. Das machen wir auch über Remote. Was wir leider nicht machen können, das ist sehr schade, aber es ist nun mal so, ist, dass wir RDP einsetzen für externe Mitarbeiter, die an Video oder an Audio-Editing arbeiten. Dafür reicht einfach die Bandbreite nicht aus, um Video in Echtzeit zu streamen und das auch gleichzeitig bearbeiten zu können. Also das ist zu ruckelig, das funktioniert leider nicht. Ja, das haben wir also gemacht und jetzt sind wir dabei, im Rahmen von Guacamole noch Support-Features zu testen über VNC. Was sehr, sehr oft vorkommt in unserem Bereich, ist, dass ein Kollege gerade irgendwas macht und kommt an irgendeiner Stelle nicht weiter, weil ihm irgendwelches Wissen fehlt. Irgendeine Funktion sucht er und er findet sie nicht. Und was man dann normalerweise macht, ist, irgendeinen Kollegen, den man kennt, anzurufen, zu fragen, hier kannst du mir mal helfen. Das geht dann auch oft übers Telefon, aber manchmal muss man einfach draufschauen auf den Rechner. Und das bin ich jetzt gerade am Testen über die VNC-Verbindung in Guacamole, dass man dann eben sich beim Kollegen nach Genehmigung einloggen kann und mit ihm zusammen das Problem lösen kann, direkt am Schirm. Das ist jetzt noch so eine Zusatzgeschichte, die jetzt durch die Einbindung hier in der E-Groupware bei uns zum Thema geworden ist, weil man dann in dem Zuge natürlich auch den Kollegen diese VNC-Verbindungen quasi in ihrer E-Groupware dann sofort freischalten könnte, sodass die nicht irgendwelche Daten austauschen müssen oder IP-Nummern oder sonst was. Ich könnte mir auch in dem Zusammenhang ganz gut vorstellen, dass für euch auch das Thema Jitsi-Server vielleicht auch ganz interessant ist. Haben wir bis jetzt noch nicht getestet, weil wir die Arbeitsplätze sind noch nicht so ausgestattet, dass wir hier irgendwelche Kameras hätten. Steht bei mir so intern auf der Liste, aber wir sind einfach noch nicht dazu gekommen. Kannst du auch nicht, musst du nicht unbedingt per Video machen, es geht auch jetzt mittlerweile per Audioanruf, also dass du auch direkt darüber anrufen kannst. Dann klingelt das in der E-Gruppe, also das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel auf BM einen Rechtsklick machen würdest, dann könntest du sagen Audioanruf oder Videoanruf oder Chat. Und diese Verbindung geht dann komplett über den Jitsi-Server. Du kannst auch genauso sagen, wenn der dich anruft, dann siehst du auch bei dir, wie es klingelt, da kommt Anruf von, siehst du, Videoanruf, Audioanruf und Chat. Und diese Möglichkeiten, du könntest sogar extern anrufen. Also du hast viele Möglichkeiten damit und es ist auch, hat sich ganz, ganz viel entwickelt. Und du kannst entweder deinen eigenen Jitsi-Server betreiben oder du kannst über unseren aktuellen Jitsi-Server gehen, also von ecoware.org, der jetzt bei 1&1 gehostet ist, also Jonius sozusagen gesponsert ist, bis Ende September gratis, aber du kannst auch deinen eigenen dort eintragen und dann arbeitet alles quasi bei dir mit dem dort drin. Und du kannst auch so ein Meeting machen, also du kannst sagen, ich lade jetzt einen externen ein aus dem Kalender raus und dann bekommt er eine eigene URL
Und damit kann er quasi mit dir über diesen Videoanruf gehen. Und da kannst du auch einfach mit dem Rechtsklick dann zum Beispiel sagen, ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei und zeige dem anderen etwas. Also das sind auch Möglichkeiten, wie du quasi in deinem Unternehmen mit externen Arbeit, den du vielleicht einbinden möchtest, wenn der quasi auch eine Frage hat, ich weiß nicht, wie es der Anwendungsbereich bei euch ist, aber wenn es vielleicht darum geht, okay, guck mal, das habe ich so und so geschnitten, willst du das mal kurz anschauen oder so? Und dann kannst du einfach mit dem Rechtsklick das freigeben und dann sieht er direkt deinen Bildschirm. Also das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Es geht also nicht nur um diesen eigentlichen Videoanruf, sondern auch um Desktop-Sharing und Desktop-Freigabe in dem Sinne. Ja, das muss ich mir mal näher ansehen. Aber für Audio bräuchte man natürlich zwingend auch ein Mikrofon, ne? Weil sonst würde es ja nicht funktionieren. Und das haben wir an den Arbeitsplätzen normalerweise nicht. Okay. Das heißt, ja, dann müsste man, deswegen muss ich es erstmal testen, wie das im Einzelnen probiert. Ich habe es aus Neugierde natürlich schon mal angeklickt. Aber mangels Mikrofon lief das dann irgendwie ins Leere, logischerweise. Wir haben da nur so als Info, guckt es einfach mal auf unserer Webseite, ikrover.org/videokonferenz. Da ist ein ganzer Abschnitt darüber auch beschrieben, wie das funktioniert und auch ein paar Beispiele. Und ich glaube, sogar ein Webinar haben wir dazu gemacht zu dem Thema. Kannst du es einfach mal angucken, wie das in Echtzeit aussieht und was man damit machen kann. Und Okay. Aber zurück zu Guacamole. Ja. Da waren wir ja drin. Genau. Das heißt, ihr nutzt es hauptsächlich zum administrativen Zwecken, zum Support für die Mitarbeiter, aber auch für euch selbst, dass ihr euch einloggen könnt von überall sozusagen ins Netzwerk rein. Das ist eigentlich die bei uns die Hauptanwendung, ja, so kann man das sagen. Und wie läuft es von der Geschwindigkeit? Weil das werde ich immer wieder gefragt, wie ist die Geschwindigkeit? Kann man mal auf so einen Rechner draufgehen, um einfach mal zu sehen, wie sieht es aus? Ja klar, also hier haben wir zum Beispiel den Active Directory Server. Es geht sehr schnell. Also wir haben hier im Haus, muss ich auch dazu sagen, 10G-Leitungen. Das heißt, das Netzwerk ist schon an sich sehr schnell. Und insofern ist es für mich eigentlich kein Unterschied jetzt großartig, ob ich jetzt über RDP reingehe. Das ist im Grunde die gleiche Geschwindigkeit. Also es läuft sehr, sehr flüssig und es reagiert sofort. Es ist alles da. Super. Also da gibt es nicht das Geringste zu meckern. Sehr, sehr gut. Gerade über den, also muss ich auch dazu sagen, über den Chrome-Browser geht es besonders gut. Vorher hatten wir Firefox im Einsatz, das war so ein bisschen zäher. Und also das kann ich nur empfehlen, also auf der Basis sich mal umzugucken. Also Chromium oder Chrome oder irgendwas anderes in der Richtung. Haben jetzt auch schon viele Berichte, dass der Chrome einfach viel schneller ist als der Firefox. Ja, und er hat noch ein paar Funktionalitäten, die im Firefox teilweise fehlen. Also da hinkt Firefox ein bisschen in der Entwicklung hinterher, aber die holen auch stark auf. Also die wollen ja auch natürlich da oben vorne mitspielen sozusagen. Aber, eigentlich war ich immer ein großer Fan. Also wir haben hier Firefox extrem im Unternehmen eingesetzt. Ich bin eigentlich jetzt gewechselt zu Chrome deswegen, weil die Zwischenablage funktioniert nicht über Firefox. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf eine virtuelle Maschine gehe und möchte hier über Copy-Paste irgendwas einfügen. Das klappt nicht über Firefox. Die Funktion ist einfach nicht vorhanden. Und das ist im täglichen Leben mit RDP natürlich sehr wichtig, gerade beim Administrieren, dass man von irgendwo anders einen Link oder irgendwelche Daten auf die RDP-Maschine kopiert. Und das geht eben im Moment nur unter Chrome kann ich nicht sagen. Vielleicht gibt es noch andere Browser, die das auch können. Firefox kann es jedenfalls nicht. Ja. Das ist doch schön. Also das zeigt, dass es funktioniert. Also ich finde es auch schön, dass es halt diese Übersichtlichkeit hat. Also wenn man sich halt einmal eingerichtet hat und weiß, okay, das sind jetzt meine Server, das sind meine Maschinen, da kann ich einfach draufgehen, da muss ich nicht überlegen, wie war vielleicht jetzt die IP-Adresse auf das System, wie war jetzt vielleicht der Key, den ich eintragen muss, mein Public Key, oder wie sieht das ganze Thema aus, welche IP, welches Passwort brauche ich hier und so weiter. Weil ich glaube, das macht das Ganze natürlich auch viel, viel schwerer, weil wenn man es dann braucht, dann überlegt man sich, oh, wo war das jetzt nochmal, wie komme ich drauf? Und so sage ich mal, theoretisch könntest du ja mit deinem Handy oder mit dem kleinen Tabletchen, was du immer in der Tasche hättest sozusagen, könntest du von überall drauf und könntest deinen Leuten eigentlich überall helfen, wo sie ein Problem haben. Genau, das ist der Riesenvorteil. Es ist wohl so, dass ich hoffe, dass sich da vielleicht auf Seite von Guacamole noch was tut. Also wir haben jetzt hier für die administrativen Zwecke die komplette Kennung im RDP abgelegt. Die wird ja in der SQL-Datenbank gespeichert. Die ist auch bei uns hier in-house hinter der Firewall im Haus.
Da mache ich mir also keine Sorgen. Aber die Passwörter werden darin im Moment, Stand jetzt, noch in Klartext abgelegt in der SQL-Datenbank. Das ist kein Mega-Sicherheitsfeature, aber es wäre natürlich schicker, wenn Guacamole das irgendwann ändern würde, dass die Passwörter verschlüsselt dort abgelegt werden. Aber das müsste der Call von Guacamole sein und nicht von eGroup. Ich nehme nicht an, dass ihr da was machen könnt, aber das wäre schon, würde nochmal das Sicherheitsbedürfnis stärker befriedigen, sage ich mal. Ja, ich glaube, da ist auch vieles geplant. Also da tut sich auch einiges in der Entwicklung nochmal von Guacamole selbst. Also ich denke, das hat jetzt auch nochmal einen richtigen Aufwind bekommen, das Guacamole, gerade in dieser Corona-Zeit, dass viele das viel intensiver nutzen und je mehr es genutzt ist, da arbeitet ja auch das ganze Team oder ein Teil von dem Team von Mozilla Foundation dran. Also ich denke, dass es auch nochmal vorangeht und da wird sich auch einiges tun die nächsten Monate. Ja, das glaube ich auch. Ja, das war es eigentlich so von meinen Fragen. Vielleicht hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest zu dem Thema oder zu allgemein zu eGroupware? Nicht direkt. Ja, ne, da eins fällt mir noch ein, was ich sehr, sehr gut finde, um das mal anzumerken, und zwar die Funktion OpenID und OAuth. Und darüber hinaus, also es gibt viele Anwendungen, die darüber anbindbar sind. Das macht die eGroupware noch mehr zum lokalen oder kann sie noch mehr machen zum lokalen Einstiegspunkt für alle Anwendungen, die man so im täglichen Leben verwendet. Weil es gibt auch immer wieder so ein paar Außenseiter, die kann man nicht so richtig anbinden und einbinden. Mhm. Wenn die OpenID unterstützen, wunderbar. In dem Zusammenhang finde ich ganz toll, das ist gerade, steht noch nicht so ganz, aber ich glaube, ihr entwickelt da gerade noch dran, dass man quasi in die eGroupware auch einen externen Link einbinden kann. Also einfach einen Link einbinden, nicht über Lesezeichen, sondern hier direkt. Und das dann hier links in der Leiste dann quasi als Icon noch einbinden kann. Genau, das ist möglich, das geht schon. Genau. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der aktuellsten Version schon drin ist oder dann mit der nächsten eGroupware-Version kommt. Also ich habe zumindest in der Testversion schon gesehen. Also wir haben das zum Beispiel für ein Webinar schon gemacht. Da haben wir zum Beispiel WordPress eingebunden in die eGroupware. Das heißt, du hast dann hier einen weiteren Tab, der heißt dann WordPress. Und diese Anwendung ist dann auch über das OpenID direkt angebunden. Das heißt, genau, du meldest dich an deinem CRM-System an und hast dann deinen eigenen Link. Ja. Und da hat sich sehr viel getan in den letzten Wochen. Auch Ralf ist wie verrückt am Entwickeln in dieser Richtung, um noch ganz viel andere Protokolle auch anzuschließen. Und weil wir jetzt auch viel machen in die Richtung E-Learning-System, also es ist vielleicht für euch auch ganz interessant, was wir da machen. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Universität Kaiserslautern. Und zwar gibt es ein weiteres Modul, das nennt sich Small Part. Das wird dann auch in der nächsten eGroupware-Version mit drin sein. Und Smallpart geht so ein bisschen einen E-Learning-Weg. Und da haben wir auch ganz viele Schnittstellen nochmal geschaffen, also neue Schnittstellen, wie man eGroupware wieder ein anderes System, zum Beispiel an Moodle oder andere Lernsysteme anschließen kann. Und da gibt es ein Modul und dieses Modul kann im Prinzip, du hinterlegst zum Beispiel eine MP4-Datei und dann kannst du quasi das kommentieren. Also du kannst dann sagen, okay, bei Minute 13 machst du einen Kommentar rein und sagst, die Stelle finde ich ganz gut. Und der andere sagt, ja, ist in Ordnung. Der nächste sagt, okay, da hätte ich gern was anderes. Und du siehst quasi dieses Video, wie das abläuft. Und jeder kann seine Kommentare zu einer bestimmten Position dort eintragen. Das klingt auch sehr interessant. Das stimmt, ja. Ja, also das ist total spannend, ja. Also das ist gut, genau. Aber auch das simple Anbinden von einzelnen Anwendungen, ohne jetzt die Kennung abzufragen, ist, finde ich, auch mega interessant. Weil, also wenn man hier jetzt meinen Browser mal sieht, hier oben habe ich viele Links drin, die in allen Maschinen synchronisiert werden. Aber wenn ich jetzt irgendwo anders bin, also nicht zu Hause an irgendeiner Maschine, wo ich sonst bin, habe ich natürlich logischerweise diese Leiste hier oben nicht. Und wenn ich da bestimmt, also Playstyle ist zum Beispiel so ein Thema. Playstyle wird ja auch von der eGroupware unterstützt. Die Anbindung haben wir auch, Playstyle. Aber ich habe jetzt hier keinen Link in der eGroupware selbst zu Playstyle. Und
wenn man das quasi noch einbinden kann, ich weiß, da passiert gerade was, läuft noch nicht so richtig stabil, da wird gerade noch dran gearbeitet, ich habe schon ausprobiert. Aber das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz tolles Feature, da einfach Anwendungen noch einzubinden. Da müssen gar nicht mal unbedingt jetzt die User-Daten abgefragt werden. Hauptsache, ich kann sie überhaupt linktechnisch direkt abrufen und auf einfachem Wege. Also in der Playcell ist es auch so, dass du aus dem Adressbuch direkt anwählen kannst. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast bei euch. Ja, das sind wir gerade am Installieren, aber es läuft schon. Wir verwenden es gerade noch nicht so ganz, weil wir mit der Telekom hier gerade noch laufende Verträge haben. Aber es ist richtig, man geht einfach auf die Telefonnummer und dann klingelt das angeschlossene Voice-over-IP-Telefon. Und wenn man dann dort dran geht, dann wird der Anruf quasi initiiert an denjenigen, den man gerade angeklickt hat. Sehr schönes Feature. Genau. Also mit dieser Anbindung können wir gerne im Nachgang nochmal sprechen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch mit OpenID und so weiter. Also da hat sich auch schon viel getan, um iCropware quasi als Zentrale, sage ich mal, zu implementieren. Und dass du dann diese Satellitensysteme halt einfacher anbinden kannst, ohne dass du jedes Mal dann erneut irgendwie den Browser wechseln musst und dass du alles untereinander hast und sagst, ich gehe jetzt in A, B oder C, weil damit wird es für die User auch einfacher, dass du deinem Team einfach nur noch die iCropware geben musst und du entscheidest anhand von seinen Rechten, ob der jetzt auf diese Anwendung C oder D im Prinzip drauf kann. Und das entscheidest du im Prinzip damit. Genau, und das macht es dann richtig rund. Ne? Also dann wird es für mich quasi zu einem, also jetzt auch in Hinsicht drauf, wenn neue Mitarbeiter kommen. Ne? Das ist bei uns immer ein Riesenaufwand, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dann muss der auf System A eingerichtet werden, auf System B und den Link und das muss man ihm noch erklären und das noch geben. Und das erleichtert natürlich auch die ganze Arbeit im Unternehmen, wenn das über eine Oberfläche quasi läuft. Man kann es einmal kompakt erklären und von dort dann alles einrichten. Also das ist sehr gut. Genau, und dann die Idee noch mit diesem Small Part nochmal mit drin, dass man auch Schulungsvideo, also dass man diesen Lernprozess, also den Einarbeitungsprozess auch in der iCropware drin hat, dass man sagen kann, okay, ich dokumentiere jetzt, ein neuer Mitarbeiter kommt, was muss der machen? Das heißt, die Idee ist dann, okay, ich gebe ihm Zugang zu iCropware und in der iCropware liegen dann die Schulungsvideos, wie derjenige sich quasi direkt starten kann, weil jedes Unternehmen hat andere Prozesse und wenn man da ein kleines Video dreht und ich sag mal für euch als Video Company ist es wahrscheinlich sehr, sehr einfach, so ein kurzes Video zu drehen und kann das dann quasi dort auch wieder hinterlegen. Dann sieht man, okay, neue Mitarbeiter, wie geht's los? Hallo, herzlich willkommen Unternehmen. Okay, schau mal, das sind die Systeme, die wir verwenden. Du kommst dann da drauf, schau mal, so und so sieht iCropware aus, damit kannst du das und das machen. Hier kommst du zu dem einen Server, die Schnittsoftware ist die wir einsetzen. Sag mal, alle Projekte liegen da und da und du kannst damit ganz einfach deine Dokumentation fürs gesamte Unternehmen machen. Und wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der wird einfach onboarded, indem er seinen Zugang zu iCropware bekommt und durch die verbundenen Systeme wie LDAP kann der ja einen Zugriff auf alles dann bekommen. Genau. Ja, da tut sich viel. Also da mal ganz gespannt dann auf die neue iCropware-Version, die, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber dieses Jahr noch kommt, so viel ich verstanden habe. Ja, ach so, das kann ich noch kurz zeigen. Wir machen auch die Ressourcenverwaltung über die iCropware. Also unsere Studios hier sind hier zum Beispiel abgebildet. Studio 1, Studio 2, Studio 3. Studio X ist ein externes Studio, was nicht hier direkt in Potsdam-Babelsberg zu finden ist. Und das heißt, wir machen die ganze Ressourcenverwaltung, Terminplanung über den Kalender. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mal schauen will, da wird es natürlich dann voll im Kalender, wenn man irgendwelche Projekte dann in den Studios sich ansehen möchte. Ich mache es mal ein bisschen weniger. Schauen wir mal nur ein Studio an. So, ja, persönlich können wir auch noch rausnehmen. So, das wäre Studio 1, der Kalender. Da sieht man eben auch die Teilnehmer dann, die quasi ihre Termine zugeteilt bekommen haben, die im Studio dann ihre Arbeit verrichten. Das läuft auch wunderbar. Also das wollte ich mal kurz zeigen. Das geht auch sehr, sehr schön. Und
erspart einem an der Stelle dann eben auch einen Terminplan, also einen Zeitplaner auf Papier für die Mitarbeiter, denn die werden sehr, sehr schön per Mail benachrichtigt, wenn sie irgendwo für einen Einsatz gebucht werden. Also funktioniert sehr gut. Und ihr habt, sehe ich auch schon, die Favoriten im Einsatz auf der linken Seite im Kalender. Das ist auch schön. Ja, genau. Das ist auch sehr wichtig, dass man nicht alle Ansichten sich immer wieder neu quasi zusammenstellen muss. Ne? Genau, stimmt. Sehr schön, das freut mich. Und ich sehe, ihr seid begeisterte E-Gruppe-Anwender seit 2006, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Also wahre Dinosaurier an der Stelle. Und ja, es macht auch viel Freude zu sehen, dass sich die E-Gruppe weiterentwickelt. Und hoffe, dass eben auch der E-Gruppe der Erfolg zuteil wird, die sie verdient hat. Also das wäre schon zu wünschen. Ja, definitiv. Und ich denke, es sind immer mehr, von Jahr zu Jahr kommen neue Anwender dazu. Es wächst immer mehr und auch die Software wächst und die kommt jetzt auch in so eine Größe rein, wo es ein rundes Rundum-Konzept inklusive Homeoffice kommt. Homeoffice, E-Learning, Anbindung auch. Das sind natürlich immer solche externen Schnittstellen, die es natürlich auch dann rund macht, also immer interessanter wird für andere, sagen, okay, ich will vielleicht weg von einer Lösung A und B und C, sondern ich habe eine Anwendung und da habe ich alles drin, was ich verwenden kann. Und ich glaube, das ist auch der größte Vorteil von e-Gruppe, dass es so eine breite Palette hat und dass ich alles damit ansteuern kann und brauche nicht immer die Speziallösung, Speziallösung, Speziallösung. Mhm. Und auch das Thema, ich sehe es gerade, Collabora, finde ich ein super interessantes Thema, weil ich auch damit aus dem Adressbuch heraus mit Vorlagedokumenten so viel erreichen kann, also Angebote erstellen oder vorgefertigte Briefe, wo ich dann daraus meine Dokumente einfüge. Ich weiß noch, ob ihr diese Funktion verwendet und ich finde, die ist für mich absolut einzigartig. Ja, das Guacamole ist ja Quatsch. Collabora ist schon ein ganz schöner Office-Ersatz. Also das kann man schon so sagen. Also das funktioniert auch sehr gut, eben dann auch, wenn man mal als Mitarbeiter irgendwo außerhalb ist und dann doch irgendwo reingucken möchte. Durch die Serveranbindung über den Dateimanager kann man dann eben auch von unserem Firmenserver die einzelnen Dokumente, die einem freigegeben sind, öffnen und bearbeiten und ja, sehr praktisch. Ja, super. Okay, wir haben schon sehr lange gesprochen und ich würde sagen, das war ein tolles Interview und ich freue mich, dass wir weiter in Kontakt bleiben und wir informieren immer regelmäßig über unsere Veränderungen, über die Newsletter, Webinare. Also sind wir ganz, ganz viel am Machen auch, um die neuen Funktionen zu zeigen und auch alle sehen, okay, was hat sich getan in der E-Gruppe. Und ich sag mal, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass viele auch sagen, oh, wir gucken das ganz gerne, dass wir uns auch Anregungen holen und sagen, oh, das finde ich ganz toll. Das haben wir dann gleich bei uns auch implementiert, wir haben es umgesetzt. Und dafür sind ja diese Interviews eigentlich auch da, damit andere Leute sehen, okay, wie setzt denn die Firma an? Okay, Firma A macht es, okay, das könnte ich ja auch machen. So. Umsetzen. Ja, schön. Stefan, dann vielen Dank auch von meiner Seite und ja, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.